Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Jo, wir machen heute ein bisschen Alchemie. Ich sage immer Alchemie, ich bin altbacken, ich weiß. Chemie. Chemie. Jawohl. Und muss man so schauen, was wir eigentlich bauen dürfen und könnten. Das dürfte man alles schon bauen? Echt, wa? Munition, Alchemie, was hätten wir denn da noch? Ring der Geschicklichkeit, Ring des Amulett des Banditen. Aha, das ging ja auch. Was kann es denn? Schlösser knacken? Klauen? Verlieren wir mal Geschicklichkeit und Überleben. Aber du, wir hätten die Materialien. Ui, kosten tut's. Oh, ne. Ne, ne, son, ne. Kommt gar nicht in Frage. Grüner Stein, roter Stein. Das bauen wir derweil, glaube ich, auch nicht. Energiespeicher, Elex-Trank. Mal ein bisschen die Rufzeichen wegtun, ne? Großer Heiltrank, Heiltrank, Mana-Tränkchen. Jo, also großer Heiltrank, den können wir sogar jetzt zweimal schon mittlerweile herstellen. Würde ich sagen, ja, oder? Gibt es zwei Varianten? Warte mal. Heiltrank? Ah, ne. Aus einem normalen Heiltrank können wir einen großen Heiltrank machen. Schau mal. Wenn wir zwei dafür opfern. Hey, das ist echt eine coole Geschichte. Das mache ich glatt. Sicher? Ja, sicherlich. Freilich. Und da machen wir zwei noch dazu. Na schade, ich hätte gehofft gehabt, dass wir Erfahrungspunkte kriegen, wenn wir was herstellen. Na, das wäre übertrieben, ne? Wie komme ich da wieder zurück? Ah, natürlich. Blöde Frage. Rechte Maustaste. Und da können wir auch noch ein bisschen was brauen. Aus kleinen Heiltränken die normalen machen. Also das ist echt cool. Also das ist wirklich cool. Also ich freue mich gerade wie ein Nockerte. Wirklich. Das ist echt cool. Und kleiner Heiltrank braucht man. Kleines Heilkraut. Das ist wurscht. Brauchen wir einfach. Hoppala. Brauchen wir einfach und fertig. Ja, bitte. Coole Schuhe. Echt. Ha. Das ist echt cool. Na gut. Waffen. Kann man eigentlich so ein klein. Also, wir haben noch. Munitionstechnisch haben wir noch keine Baupläne. Anfertigen. Können wir echt selber zusammenschustern, sowas. Aha, ich sehe gerade, das Tränkebrauen kostet kein Geld. Das ist aber nett. Dann scheinbar nur die Waffe, oder wie? Wenn man die bauen möchte. Ach so. Warte, warte, warte. Wir können die Waffe aufbessern. Echt? Waffe steigern. Ja, warte, warte, warte. Ich will das mal lesen. Waffe aufrüsten. Es geht einmal. Kostet ein bisschen was. Ein bisschen Mana und so ein Graffelwerk. Aber schau dir den Damage an. Aha, der Nachteil ist, wir können sie eben nicht führen. Mhm. Aha, da muss man aufpassen. Stärke 51, Konstitution 36. Ja, wenn wir das ein bisschen hinsparen, wenn wir die Fähigkeiten daraufhin ausbauen, dauert halt jetzt ein paar Level-Ups. Aber dann können wir, geil, können wir unsere Waffe selber schon führen. Und wie schaut es mit Sockel aus? Bestücken. Waffe ausschlachten. Aha, okay. Verstehe schon. Kann man sie zerstören und dann kriegt man halt die Items. Wir brauchen dafür aber Auseinanderschrauben. Ich weiß schon, wofür wir das nächste Level Up, glaube ich, verwenden werden. Also zum Erlernen einer Fähigkeit. Boah, ich bin jetzt aber, das ist echt cool. Ich bin entzückt. Das heißt, wir müssen unsere schönen... Technik wird hier nicht gerne gesehen. Ach, jetzt halt die Gosch. Also wir müssen da...
Wir müssen da jetzt unsere Tränke jetzt ein bisschen optimieren. Also, okay, langsam. Wir haben Heiltrank. Heiltrank, Trank, Trank, Trank. Da haben wir gleich 19 Stück. Ja. Und wo ist der kleine Heiltrank? Da. Warte, also Quickslot zu, also zuteilen, der ist hier, das passt eh. Dann haben wir den Heiltrank, der kommt da her. Und dann haben wir den großen Heiltrank, der kommt da her, passt. Also Chappi, das haben wir alles schön aufgelistet. Chappi, kleiner Heiltrank, normaler Heiltrank, großer Heiltrank, passt. Sehr gut. Gut, ich darf mich nur nicht verdrücken, dann klappt das schon. So, wir wollten questen. Genau, danke fürs Sehen. Was macht er da? Wir porten uns weg, das machen wir. So. Muhaha. Na, das ist ja super. Also, das Spiel ist echt fein. Fein, fein, fein. So, jetzt springt man wieder ein Stückele. Ich hätte runterhüpfen sollen, wäre schneller gewesen. Ja. Ui, so wie deins, genau. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Hui. Oh, Rebecca. So. So, wir müssen darüber irgendwie. Tap, 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 tap. Juhu. Platsch. Genau, das sind wir schon richtig. Den Kritter machen wir auch gleich Platz. Komm her, du. Na? Heute kam. Bau. Bau. Und zack. Zack. Jawohl, so muss das ausschauen. So, die Pflanzen nehmen wir auch mit. Dann sind wir auch schon am Ort des Geschehens und wir müssen kurz einmal speichern. Mal schauen, ob wir überhaupt gegen den Kerl da eine Chance haben. Spielstand. Ja, ich bitte drum. So. So. Hier sollte mal jemand aufräumen. Ja, machen wir gleich. Servus. Ich mache mit dir keine Geschäfte. Ich mache mit dir keine Geschäfte. Muss ich dir erst Verstand einprügeln? Du tust besser, was ich dir auftrage, oder du hörst das Gras wachsen. Vergiss es. So? Dann sorge ich dafür, dass du das hier nicht vergessen wirst. Komm her! Jetzt bist du dran! Oh. Au! Au! Ray, du darfst auch mal. Oh, wir sind gar nicht mal so schwach. Hey, du mit deiner scheiß Armbrust da. Ja, auf die Gosch. Boah, jawohl. Und einmal noch. Wäre nicht schlecht. So, komm her. Jawohl, sehr gut. Boah, das ging super. Sauber. Ja, passt. Quest erledigt. Ja, so schnell kann es gehen. Gut, wir müssen zurück. Ich glaube, hier ist besser. Dann einfach runter mit Jetpack. Ist, glaube ich, kein Motor. Boah, erledigt. Gott sei Dank. Bin jetzt immer etwas beunruhigt. So. Und Heureka! Juhu! So. Und nochmal. Ups. So. Geht schon. Geht schon. Geht schon. Geh mal. Horuk. Juhu! Wow. Und hier runter. Wow. Ich hoffe, ich glitsch mich nicht irgendwo fest. Das wäre jetzt ungut. Kann ich durchs Fenster einsteigen? Ich glaube, ich habe es schon zusammengebracht, ne? Yep, ich glaube, das habe ich jetzt gerade erfolgreich hingekriegt, dass ich mich da festglitsche. Ja. Natürlich, das kann nur Zocki. Kannst du mir mal helfen? Ah, ich will da raus, ich will da raus. Du scheiß Dach, echt. Unglaublich. Dann halt's nochmal. Mann, ey.
Mistkerl. Blödes Dach. Echt. Gibt's ja nicht. Wenn du schon am Dach oben stehen bleibst, warum fällst du denn da runter? Echt. Es ist nicht sonderlich gescheit gemacht. Wirklich wahr. Pfui. So. Hört Zockis Unmut. Ja. So. So was hätte ich auch gerne. Ja, ist lustig damit herumzuschweben. So, nicht nochmal den Fehler machen. So. Hui. Da. Jui. So, zack. Passt. Wo bist du denn? Da. Hallo, Ornir. Der Outlaw ist Geschichte. Der Outlaw ist Geschichte. Du hast ihn also getötet? Mhm. Du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen. Ich hatte schon Bedenken, dass... Naja, wie dem auch sei. Hier hast du etwas von meinem Ersparten. Soll ja nicht umsonst gewesen sein. Die Firma dankt. Sehr gut. Und gleich mal speichern. So. Da-da-da. Jawohl. Dann auf zur nächsten Quest. Da-da-da. Da müsst... Hoppala, ziemlich verdrückt. Entschuldigung, Entschuldigung. Voll verdrückt. Ich wollte eigentlich so. Das wollte ich machen. Questelein. Was machen wir als nächstes? Na, Quest. So. Edan. Berserker. Spurensuche lassen wir noch ein bisschen Aufbruch zu Fernländern. Lassen wir ein bisschen falsche Lehren. Angrim vermutet einen Kleriker, der sich in den Reihen der Berserker versteckt. Dieser Schwein. Vermutlich versucht er, Berserker zu rekrutieren und nach Ignadon zu bringen. Angrim will, dass dem ein Ende gesetzt wird. Gut. Dann schauen wir mal. Pertram. Wir sind sogar in der Nähe. Das passt. Machen wir uns gleich auf den Weg. Pertram, wo du seien. Komm an unsere Brust, wir müssen mit dir reden. Ja. Wir sind auch ganz nett. Nur heute ausnahmsweise. Schau. Wäre ich wieder fast irgendwo hängen geblieben. Also, du Kleriker. Na, was machst du in Goliath? Weißt du, wo ich brauchbare Ausrüstung bekommen kann? Was hältst du von den verschiedenen Gemeinschaften? Wie ist das Leben als Kleriker? Angrim hat es auf deinen Kopf abgesehen. Puh, ja, dann halt von oben nach unten, ne? Was machst du in Goliath? Ich lebe mich in die Gemeinschaft ein und helfe, wo ich kann. Ich will die Wahrheit hören, nicht das, was du allen anderen erzählst. Hast du das mittlerweile nicht selbst herausgefunden? Ich war mit vier meiner Kameraden unterwegs, um in Edan Ausschau nach Mensch und Material zu halten. Doch aufgrund der Sorglosigkeit unseres Gruppenführers haben uns ein paar Mutanten in die Ecke gedrängt. Nur ich habe den Angriff überlebt. Bin gerannt, als gäbe es keinen Morgen, und habe dabei meine Waffe verloren. Goliath aufzusuchen war dann einfach naheliegend. Natürlich so, dass niemand auf meine Herkunft schließen kann. Mhm. Weißt du, wo ich brauchbare Ausrüstung bekommen kann? Weißt du, wo ich brauchbare Ausrüstung bekommen kann? Bei den Händlern wirst du sicher fündig. Aber erwarte keine Almosen. Wenn du nicht die nötigen Splitter aufbringen kannst, lassen sie sich auf kein Geschäft ein. Glücklicherweise mangelt es an Arbeit nie, an Freiwilligen schon eher. Die Belohnungen sind für meinen Geschmack zwar etwas mager, aber es reicht, um nicht vom Fleisch zu fallen. Normalerweise würde ich dir jetzt sogar etwas von meinem Vorrat abgeben. Aber da du mir auch nicht entgegengekommen bist, was die Waffen angeht, wirst du auch gut darauf verzichten können. Du Arsch! Was hältst du von den verschiedenen Gemeinschaften? Was hältst du von den verschiedenen Gemeinschaften? Man könnte denken, die Berserker würden in der Vergangenheit leben. Aber ich denke, wenn man die Gesetze akzeptiert, hat man es gut bei ihnen. Die Outlaws hingegen sind ein gottloses Volk, das sich wie die Ratten vermehrt und das frisst, was andere wegwerfen. Wenn ich du wäre, würde ich einen Bogen um sie machen. Die Kleriker hingegen bieten dir eine Antwort auf die große Frage nach dem Warum. Du wirst bald verstehen, was ich meine. Wenn du das sagst. Und was ist mit dir? Hast du dich schon entschlossen, wem du dich anschließen wirst? Ja, aber das ist ein Geheimnis. Ich bin mein eigener Herr. Die Berserker, Outlaws, Kleriker. Ich bin mein eigener Herr. Machen wir zuerst einmal, oder? Jo.
Ich bin mein eigener Herr. Bist du das wirklich? Wenn ich mir dich so ansehe, bist du auf Hilfe angewiesen. Also machte ich besser mit einer der Gruppierungen gemein. Sonst ist dein Ende ausgemachte Sache. Okay. Wie ist dein Leben als Kleriker? Wie ist dein Leben als Kleriker? Es erfüllt mich und lässt mir keinen Zweifel daran, dass wir für die richtige Sache streiten. Die wäre? Kalans Worte in alle Ecken der Welt zu tragen und neue Anhänger zu gewinnen. Auch in der Zeit des Schweigens begleitet er mich. Ich kann ihn förmlich bei mir fühlen. Naja, und dann eine schlechte Nachricht, denn, Angrim ist sauer auf dich. Angrim hat es auf deinen Kopf abgesehen. Das ist nicht gut. Er verurteilt jemanden zum Tode, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber ich werde ihm zuvorkommen. Hilf mir, herauszukommen. Ich brauche sicheres Geleit, um aus Edan zu verschwinden. Wie kann ich dir helfen? Dein Kopf ist wertvoller als dein Leben. Na, wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Geh zu Rika, Ragnars Frau. Wenn eine halbwegs vernünftig ist, dann sie. Warum sollte sie dir helfen? Weil sie unnötiges Blutvergießen gerne vermeidet. Und jetzt beeil dich, mir ist schon ganz unwohl. Ich packe derweil alles Nötige, um schnell aufbrechen zu können. Na dann. Okay. Dann... würde ich sagen... Angrim. Achso, na, Rika soll man, ne? Bertram, das ist schon da oben. Im Spa-Hotel. Ja, da. Hoppala, nicht gehen, ich wollte laufen. Entschuldigung. So, tap. Gleich wird's wieder heller. Jawohl. Rika. Hallo. Wo bist du? Gnädige Frau. Vielleicht sollte man ein bisschen schlafen bis zum nächsten Morgen. Ich habe gerade überlegt, weil wir doch ziemlich angeschlagen sind. Oh. Boah. Und die Sonne blendet ins Gesicht. Ja, es gibt Schöneres beim Aufstehen. Hurra. So. Rika. Da ist sie. Hallo. Die Waffen sind aus dem Verkehr gezogen. Welche Waffen? Warte mal, ich mache so sicher wieder Blödsinn. Wartet kurz. Ja, zuerst speichern. Wichtig. So, lala. Rika, die Waffen sind aus dem Verkehr gezogen. Die Waffen sind aus dem Verkehr gezogen. Jora wird sie unbrauchbar machen. Ah. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Du hast mir mit dieser Tat einen großen Gefallen getan. Und auch unsere Gemeinschaft schuldet dir Dank. Da, für dich. Wow, danke. Und Bertram braucht Hilfe. Bertram braucht deine Hilfe. Bertram, wer soll das sein? Ein Kleriker, der sich als Berserker verkleidet hat. Was hat er sich dabei gedacht? Weiß er denn nicht, dass das seinen sicheren Tod bedeutet? Er wird es bald wissen, wenn du nicht handelst. Da du mir auch zur Hand gegangen bist, werde ich alles Nötige tun, um dir den Gefallen zu erwidern. Vor kurzem ist eine Karawane losgezogen, um einen Setzling in das unbekannte Land zu tragen. Ich werde dafür sorgen, dass er einem Trupp Nachzügler zugeteilt wird, die bald aufbrechen. Warte hier einen Augenblick. Und der im Hintergrund, ne? So, ich habe alles in die Wege geleitet. Die Männer sind unterwegs. Danke. Schon gut. Ich habe einfach ein zu weiches Herz. Mhm. Geh jetzt besser. Drum bist du auch in unserem Herzen. Ja. Gut, das hätten wir dann auch, ne? So, Edan. Was haben wir als nächstes? Ah ja, stimmt. Das könnte man auch probieren, ob wir da auch schon stark genug sind. Dieser Rogar, den hatten wir schon mal gefunden, ne? Aber der war tot und umringt von lauter Alps. Da hatten wir damals überhaupt keine Meter, die zu besiegen. Vielleicht aber jetzt. Es wäre ein Versuch wert, würde ich sagen. Was hätten wir sonst noch? Ein besonderes Stück? Das Schwert müssten wir oben auch stibitzen, ne? Spurlos verschwunden.
Genau. Ja, es geht ja schon schön voran, muss man ganz ehrlich sagen. Dann würde ich sagen, wenn wir schon mal hier sind, probieren wir mal, ob wir dieses besondere Stück kriegen. Ob das gehen würde. Wir müssen dafür nur ins obere Stockwerk, glaube ich. Theoretisch können wir vielleicht mit dem Jetpack rauf, wenn es anders nicht geht. Wir werden es aber im nächsten Part probieren. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Was denn? Alter, bleib cool. Immer diese Aufregung. Also ich wollte nur sagen, wir werden jetzt den Part beenden. Und darum bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!